Hallo and welcome zum zweiten Training für den Bereich der Brustwirbelsäule, damit du Abwechslung hast. Wir haben schon ein erstes Training gemeinsam gemacht, das du regelmäßig machen kannst. Erfahrungsgemäß ist es aber immer angenehm, wenn du mehr Abwechslung hast. Es geht wieder darum, die richtigen Bereiche in die Länge zu bringen und andere Bereiche deines Körpers zu kräftigen und zu durchbluten. Wenn du das regelmäßig machst, wirst du keine Nackenverspannungen mehr haben. Wir beginnen ganz easy wieder im Stehen. Du brauchst für das Training bloß ein Gummiband. Mach es da. Im Video unten ist der Link, wo du das bestellen kannst. Es gibt aber auch von anderen Herstellern, ganz egal, nimmst einfach eines, wo du ein gutes Gefühl hast. Wenn du Fragen hast, bei mir melden. Wir beginnen aber mal ohne Band im Stehen. Das Ganze dauert etwa eine halbe Stunde. Und du greifst auf die Schläfen. Und jetzt bleibt der Blick nach vorne. Und die Ellbogen drehen einmal links, einmal rechts. Ein bisschen koordinativ, weil bei den meisten immer der Kopf mitdreht. Das wollen wir aber nicht, weil so bleibt die Wirbelsäule in gleicher Position und alles andere rundherum wird mobilisiert. Ein bisschen noch, ja, ein bisschen links, ein bisschen rechts. Dann kennst du schon aus dem ersten Training die Bauchspannung, die dein Hohlkreuz ein bisschen wegmacht. Po-Spannung dazu. Daumen zeigt nach hinten. Nacken ist lang. Stell dir wieder vor, da hinten greift der und zieht dich hoch. Und dann gehen da die Daumen nach oben und nach unten. Immer stark nach hinten drücken die Daumen. Wirklich nach hinten, kontinuierlich. Bauch und Po ist aber fest. Wenn das ein bisschen zieht, das macht nichts. Trotzdem drüber gehen, bewegen. Du wirst sehen, von Training zu Training wird das alles leichter. Gut. Ein bisschen auslockern, ganz locker Schulter kreisen. Ich mache immer eigentlich rückwärts, da haben wir ein bisschen mehr Öffnungen dabei. Weniger vorwärts, sondern immer rückwärts kreisen, damit wir da diese Öffnung reinbringen. Ja, ein paar große Armkreiser. Kinn bleibt drin, Kinn Richtung Brust. Also nicht so mitgehen jetzt, sondern da ein bisschen für Länge sorgen. Gut. Auslockern, ja, schon ein bisschen anstrengend. Jetzt greifst du wieder da und knickst mal ein bisschen nach links ab, drehst weiter nach links, knickst ab und gehst so immer wieder ein Stück weiter. Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, geht immer nur ein Stückchen mehr nach hinten. Ein bisschen, und wenn es noch ein Millimeter ist, wird dann anstrengend. Ein bisschen noch und fertig auslockern. Ja, ist anstrengend. Locker machen. Andere Seite, Griff zu den Schläfen. Knicken, bisschen drehen. Knicken, bisschen drehen. Immer ein kleines Stück weiter nach rechts jetzt. Ein bisschen noch und fertig. Gut. Jetzt kommt Aufwärmen der Beine, die wir da in dem Training ein bisschen dabei haben. Indem du einfach da links, rechts nicht so hoch ziehst. Ganz langsam. Ein bisschen Brust raus, groß bleiben. Das ist bei jeder Übung wichtig. Wenn du richtig trainierst, hast du auch beim Training der unteren Extremitäten trotzdem die richtige Position des Oberkörpers. Okay, und nun
aus dem Gehen, bleiben kurz auf einem Bein stehen und lass das Bein vorne ein bisschen schwingen. Trainier so den Einbeinstand, das Gleichgewicht. Beinwechsel, und dann schwingt der andere. Auch bei der Übung wirst du merken, dass du von Training zu Training besser wirst. Und wenn du dann ein bisschen Gleichgewichtstraining machst, stabilisiert es im Grunde den ganzen Körper ein bisschen von unten und stabilisiert auch gleich deine Wirbelsäule mit. Weil der ganze Körper, Beinwechsel, muss arbeiten, dass du nicht umfällst. Also das ist nicht nur das Bein, sondern wenn ich oben zum Beispiel jetzt keine Bauchspannung habe, ist viel schwerer, als wenn ich mich da mit sehr viel Power wie ein Skirennläufer herstelle und Körper, Ganzkörperspannung die Übung mache. Gut, jetzt zeige ich dir, wofür wir das vorbereitet haben. Du gehst auf ein Bein, ziehst das Knie hoch, jetzt ziehst du das rechte Knie hoch, greifst mit der linken Hand auf das Knie und dann geht der rechte Arm weit zurück, Blick bleibt nach vorne. Schritt, anderes Knie geht hoch, oben drüber greifen und der Arm geht wieder zurück. Wir lassen den Kopf aber jetzt ruhig. Wenn es vom Gleichgewicht recht schwer ist, kannst du die Übung ein bisschen schneller machen und dann öfter mal den Einbeinstand üben, den sollst du können. Jeder muss auf einem Bein stehen können, das ist wichtig, schon wegen der Sturzprävention. Komm, geht. Links, aber rechts. Immer diagonal. Und fertig. Jetzt starten wir mit den ersten zwei Übungen. Du bist in so einem Ausfallschritt. Da ist das Gewicht jetzt bei mir am linken Bein. Hinten bin ich auf Zehenspitzen. Die Schulter wie immer vom Ohr weit weg nach hinten führen, lang, da der Abstand lang zum Ohr. Und dann hebst du Bein und Arm kurz gleichzeitig hoch. Und da streift der Arm ganz knapp am Ohr vorbei. Daumen zeigt nach oben, Ferse geht auch nach oben. Blick ist nach unten im Boden. Da machen wir jetzt 8 Wiederholungen. Und fertig. Dann einfach Bein wechseln, hinten Zehenspitzen. In diesem Training ein bisschen mehr Gleichgewicht dabei. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir machen was für die Muskeln und fürs Gleichgewicht. Und fertig. Gut. Zweite Übung wieder ähnlich wie beim ersten Training. Gegrätscht. Gehe jetzt in der Hocke, einfach mit dem Hintern nach hinten und stütze eine Hand da innen am Knie, die drückt da richtig dagegen, damit der andere Arm weit nach oben geht. Und wieder aufstehen. Dann gehe ich wieder in der Hocke, Knie breit. Jetzt drückt die andere Hand innen gegen das Knie und ich schaue dem Arm nach oben. Dahinter will er ein bisschen runter. Ja? Da haben wir schon 2 Wiederholungen. 10 machen wir. Also 5 links, 5 rechts. Und 6, 5. Wirklich das Knie zur Seite drücken. Beine hoch und fertig. 2 Runden noch von den Übungen, dann gehen wir ein bisschen am Boden. Einbeinstand, hinten Zehenspitzen, Schulter wieder
nach hinten und vom Ohr weg. 8 Wiederholungen. 1, 2, 3, 4, Nacken lang. 6, 7, 8. Einwechsel. Wieder Kinn ein bisschen zur Brust. Und los geht's. Es sind Standwagen. Hoch mit dem Daumen. Ganz weit nach oben den Daumen. Und die Ferse auch. Beino. Und fertig. So, dass es angenehm ist. 8 Wiederholungen, 10 Wiederholungen, ein bisschen Pause dazwischen. Dafür 3 Runden. Wir sind in der zweiten Runde. Grätschen. Knie breit, Hintern geht runter, gegen das Knie drücken. Wenn da der Arm so nach oben schaut, geht der Hintern noch tiefer. Da wirst du dich sehr schnell verbessern bei dieser Übung. Die ist ein bisschen mühsam für manche, aber sehr effektiv. Das setzt viele Übungen, weil in der Übung sehr viel Fahrt. So haben wir schon 10. Kommt die dritte Runde und dann gehen wir ein bisschen am Boden. Gehen wieder die Schulter nach hinten, unten, Schulterblätter zusammen, Blick in den Boden und 8. Standwagen, Superman. Acht. Gut. Umdrehen. Beinwechsel. Und los. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letzte Übung jetzt im Stehen. Ein bisschen Grätschen wieder. Tief drücken und nach oben schauen. Gegen das Knie drücken, Brust öffnen. Hey. Ja. 5. Die wir am Boden machen. Das ist ganz einfach. Du bist kniend und streckst jetzt ein Bein zur Seite durch und stützt dich da auf einem Arm ab. Wenn du mit dem Arm ein bisschen vorgreifst, ist vom Gleichgewicht leichter. So, jetzt bringe die Schulter wieder weit weg vom Ohr, streck den Arm und dann gehen wir da 8-mal Beine absetzen, wieder Daumen ein bisschen nach hinten. Knie und Ellbogen treffen sich, strecken Daumen wieder nach hinten. Und 3, 4. Wichtig ist, dass der Arm da schön nach hinten geführt wird. Hin bleibt ein bisschen bei der Brust. Beine. Und fertig. Einfach beide Knie wieder parallel. Jetzt andere Seite stützen, anders Bein strecken. Becken ein bisschen vorbringen, dass es auf Linie ist. Oben der Arm über Kopf, nicht da vorne, wirklich da Richtung Ohr. Und dann führt man wieder das Knie zum Ellbogen. Strecken, Arm nach hinten. Daumen wild zurück, so wie beim Aufwärmen. Noch 4, 3, 2 und fertig. Gut, zweite Übung. Ja, wir machen jetzt 2 Runden da. Ich bin in Bankstellung.
greife mit meiner Hand zur Schläfe und bringe dann da den Ellbogen hoch, bewege den Kopf mit. Wieder 8 Wiederholungen. Jetzt spüren, wie da in deinem Rücken Segmente ganz locker werden können. Dich mitbewegen, Seitenwechsel und wieder an. Bring da jetzt Lockerheit rein, da kannst du nichts falsch machen. Eher, dass dein Körper erkennt, es gibt Segmente, die er jetzt locker lassen kann, die es sonst der Spannung hält. Weil er vorsichtig ist. Und fertig. Bankstellung bleibt. Und da der Superman-Klassiker, aber richtig gemacht. Das heißt nicht im Hohlkreuz, nicht im Rundrücken, sondern genau die Mitte. Ein bisschen Bauchspannung. Mit der Brust ein bisschen durch die Schultern durch. Und dann hebe ich rechtes Bein, linken Arm, Daumen will nach oben. Blick bleibt in den Boden, Nacken lang. 10 Wiederholungen. 5 links, 5 rechts. 4 noch. 5. Und fertig. Zweite Runde, dann sind wir am Boden schon fertig. Knie bleiben so, nebeneinander. Und dann strecke ich ein Bein. Schütze mich da, mach mich wieder groß. Klein. Groß, richtig Länge schaffen. Greif da, so weit du kannst. Und wieder klein. 8 Wiederholungen. Merkst du schon, dass du bei den Übungen länger wirst? Seitenwechsel, richtig dabei greifen, Apfel greifen. Stell dir vor, da ist was, was du haben möchtest. Kurz klein und wieder greifen. Länge. Hin ein bisschen zur Brust. Nacken lang. Brust raus. Richtig da öffnen. 4, 3. 2, 1. Super. Wieder die Bankstellung. Zur Schläfe greifen und ganz locker hochdrehen und wieder rum. Vier. Fünf. Sechs. 8. Zeit. Du kannst da ein bisschen tiefer gehen, dann wird es die andere Richtung zu einer kleinen Dehnung. 1. Und ganz locker nehmen. So locker wird dein Tag. So locker, wie du die Übung machst. Und 3. 2. Und fertig. Da. Jetzt kommt wieder Superman. Nacken lang, Mittelposition vom Rücken, Schultern von den Ohren weg. Ein Bein strecken, Ferse in die Luft. Auf der anderen Seite der Arm hoch. 1, wir machen wieder 10. So, immer links, rechts. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 3 noch, 9, 10. Gut, wir haben jetzt wieder einiges gemacht, um zu mobilisieren, ein bisschen zu kräftigen, vor allem auf die richtige Technik zu achten. Die Korrekturen, die sind im Training sehr wichtig. Wenn du jetzt übers Video trainierst, musst du das
selber nur stärker steuern, wenn der Trainer nicht dabei ist. Zum Schluss jetzt die Kräftigungsübung für die Brustwirbelsäule, oberer Rücken. Dein Band, das du hast, kannst du jetzt auf Brusthöhe oder tiefer montieren, einfach um eine Türklinke rum zum Beispiel. Ich habe da was, wo ich festmachen kann. Bindest jetzt einfach da drüber. Wir machen jetzt 3 Sätze auf 15 Wiederholungen. Dann sind wir fertig. Denk dran, vielleicht kurze Übung jetzt, wenn es um die Brustwirbelsäule geht. Stell dir vor, ähnlich wie bei einem Indianer die Feder, hast du einen Pinsel hier oben am Hinterkopf und die Farbe vom Pinsel ist oben. Und jetzt stellst du dich genauso her wie ich. Stell dir vor, dass da hinten ein Pinsel draufgeklebt und möchtest mit dem Pinsel jetzt die Decke erreichen. Probier das deinem Körper aus der Position, in der ich jetzt bin, diese. Und in dieser Position, wenn du trainierst, dann festigt sich die Position und du wirst es gar nicht mehr anders kennen. Dein Körper ist aktiv, wird dann mit dem Passivapparat keine Probleme haben. Wo ist er passiv und ist immer Frage der Zeit, bis die Muskulatur überlastet ist. Und jetzt stell dir vor, der Pinsel möchte da hoch zur Decke. Und jetzt malst du da kleine Kreise an die Decke, aber du kommst nur ganz knapp hoch und berührst mit dem Pinsel die Decke. Okay? Der Nackenpinsel ist es. Spürt man richtig, wie das den ganzen Rücken hochzieht, weil es so lang wird. Und jetzt bei unserer Ruderübung, wenn du das unten festmachst, dann musst du ein bisschen beugen. Wenn du auf Brusthöhe hast, dann bleibst du so stehen. Ein bisschen hocken, ein bisschen Bauchspannung. Mach mal Untergriff, ich greife von unten auf mein Band. Geh ein bisschen zurück. Nicht reinlehnen, sonst ist alles verpufft. Sondern der Hintern, der muss ein bisschen zurück. Und was wir jetzt brauchen, Schultern zurück, von den Ohren weg und der Nackenpinsel. Das heißt, ich möchte jetzt wieder mit dem Pinsel Richtung Decke. Dann zieh wieder an, 15 Mal, Achtung, es geht nicht darum, dass der Ellbogen weit zurückgeht, sondern die Schulterblätter hinten zueinander finden. Bisschen Gewicht auch auf dem Vorfuß, damit du ja nicht hinten drinnen lehnst. Und jetzt volle Konzentration. So 3 Wiederholungen. Und locker. Kurz ein bisschen auslockern. Diese Übung kann man machen, wenn man so im schmerzfreien Bereich ist oder vielleicht ein bisschen ein Ziehen hat. Ansonsten würde ich das Programm jetzt beenden und wenn du dich sehr wohl fühlst, beginnst du damit der Kräftigung. Okay? Gut. Sonst bei Fragen einfach melden. Es ist natürlich immer alles ein bisschen eine individuelle Sache, aber diese Übungen helfen in fast allen Fällen. Ein bisschen locker, wir machen ein bisschen Pause dazwischen. Ja, das ist jetzt Dreisatztraining. 3x 15 Wiederholungen. Und bei uns jetzt so solltest du eine Minute mindestens Pause machen dazwischen. Ja, also ein bisschen stehen. Dann starten wir wieder hinter zurück, Nackenpinsel, Schultern zurück und dann möchtest du wieder die Schulterblätter zusammenbringen. Je öfter du das Training machst, desto leichter wird es dir fallen, die Bewegung richtig zu steuern. Da kommst du schon ein. Vier. Spüren, spüren, spüren.
letzte Pause. Du hast immer die Möglichkeit, dich mal selber zu filmen mit deinem Handy. Dann siehst du, wie das ausschaut, kannst vergleichen mit dem, was du bei mir siehst. Andere Feedback-Möglichkeit ist, wie gesagt, wenn du die Schultern hinten zusammenbringst, probier das mal, dann spürst du da hinten was. Das ist so ein muskuläres Kribbeln eigentlich, weil die spannen. Dieses Gefühl ist das Zeichen für dich, dass du die Position richtig machst. Du kannst es über deine Körperwahrnehmung spüren, ob du richtig trainierst. Also da wird dir dann nicht mehr Fahrt beim Trainieren, weil du hast keine Zeit zum Denken, du konzentrierst dich ständig auf deine Kinästhetik, deine Gelenkstellung, ob du die richtige Position hast. Braucht man aber mit schweren Gewichten arbeiten. Aber bei diesen Übungen, die wir da machen, die so scheinbar leicht sind. Letztes Mal, dann sind wir fertig, du merkst wieder, ja, die Schultern zieht schon automatisch nach hinten, das ist der Effekt von dem Training. Position nochmal ein bisschen auf Zug gehen, hinter zurück, Schulter nach hinten und vom Ohr weg. Und 15 Mal die Schulterblätter ganz deutlich hinten zusammen. Der Ellbogen ist gar nicht so wichtig. So und fertig. Cool. Mindestens zweimal die Woche dieses Programm oder das andere Teil 1 machen. Man weiß aus der Wissenschaft, vor allem amerikanische große Studien, die untersucht haben, welche Interventionen helfen den Büroarbeitskräften am meisten gegen Nackenverspannungen. Und das ist eigentlich das Krafttraining in Alleinstellung. Krafttraining ist die einzige Maßnahme, die alleine etwas bringt. Alle anderen Dinge wie Arbeitsplatz, Ergonomie, Dehnungen, Massagen, die müssen immer mit etwas anderem kombiniert werden. Also das Effektivste ist wirklich das Krafttraining, weil der Muskel und die Haltung dann so die Voraussetzungen erfüllt, die du brauchst, damit du da keine Beschwerden hast. Das ist natürlich, ist eigentlich ganz logisch. Ein gekräftigter Muskel zieht dich in die richtige Haltung. Du bist automatisch dann in der Haltung und wirst deswegen gar keine Beschwerden mehr bekommen. Andererseits, wenn man immer massiert, dann kann man die Symptome wegbringen, aber sie werden immer wieder kommen. Ja. Du bist herzlich willkommen bei unseren Trainings. Dieses Training ist entstanden, weil die Sonja gerne trainiert, sehr gern selbstständig trainiert und täglich. Du hast du zwei Trainings für die Brustwirbelsäule, die du richtig mitmachen kannst mit der Anleitung. Du kannst das natürlich auch mal kombinieren oder einen Teil davon machen. Auf seinem einen Tag die erste Hälfte und die zweite, das ist dir überlassen. Unten wieder da irgendwas reinschreiben, was du gemacht hast. Das freut mich immer besonders. Daumen nach oben und so, das ganze YouTube-Sach. Mir macht es Spaß, wenn du mitmachst. Und ja, wenn es zu anderen Themen ein Training braucht, mache ich das natürlich auch gerne, immer wenn es ergibt. Wir sehen uns dann irgendwann mal wieder bei einem Training. Fleißig, regelmäßig machen. Und ciao, bis bald wieder. Dein Körperbau.